Das könnte sogar tatsächlich für 7 Stück langen, was ich da noch habe. So, davon welche und das. Ja, das wird echt knapp, glaube ich. Ja, doch, klappt. Es hat geklappt. Okay. Zwar auf den letzten genau, aber das passt schon. So. Dann brauche ich davon noch welche. Das habe ich, glaube ich, vorbereitet, oder? Nein. So, nochmal bitte durch. Dann läuft das durch. Von denen habe ich 7 Stück. Dann brauche ich wieder ein paar Copperkabel, die wir nicht mehr haben. Schlimm, sowas. So, Wiremill und gib ihn. Wie viel brauche ich? Ich brauche 14 mal 4. Nee, 14 mal 8 sogar. Weil ich ja quasi da immer zwei. Also ich brauche 14 Motoren mal 4 mal 2 sozusagen. Das heißt, 14 mal 8 sind 80. 112? Ja. Genug. So, dann einmal die nehmen. So, das sollte sogar. Ah, das reicht sogar haargenau. Das reicht. Was brauche ich hier noch? Ein paar Bronze. Rotz. Die wir nicht mehr haben. Okay, das ist vielleicht doof. Ich brauche hier 28 von. Nein. Ich brauche da sogar noch mehr von. Nochmal 32, bitte. So, das waren. Das sind 80 und nochmal 32. So. Ja, passt. Gut, dann habe ich die Teile, die habe ich. Und dann brauche ich noch Stahl 7 mal. Oder 7 Stahlrods streng genommen. Die muss ich einmal magnetisieren. Ich muss wirklich gucken, dass sobald das Teil läuft, wir in größeren Mengen alles machen. Aber dafür brauchen wir halt erstmal die größeren Mengen. Also unter anderem halt viel mehr Stahl und viel mehr Alu. Und sowas wie Alu oder Stahl wollen wir halt auch durchgehend laufen lassen. Dass wir halt immer immens viel Stahl da haben, weil Stahl kostet halt im Prinzip nur Eisen dann später und Oxygen, was wir als Nebenprodukt erzeugen. Und Alu ist halt nur Strom plus Aludust. Und ich sag mal, Aludust kriegen wir beim 7 direkt raus. Was ich auch nicht so wirklich verstehe, warum man das bei einem String Mesh rausbekommt. Also eins der ersten 7. Keine Ahnung. So. Dann brauche ich 14 von denen noch. In der Latte verdoppel ich die sogar. Einmal bitte dadurch. Das dauert wieder so lange. Also, lange in Anführungsstrichen. Das ist schon wieder bald voll. Na gut, das werde ich jetzt aber nicht nachproduzieren dann noch. Warte mal, ich brauche 28. Da sind 56 brauche ich insgesamt. Ach komm. Ich nehme 10 Stück mit, die biege ich gleich selber kurz. Und ich glaube, das sollte jetzt alles gewesen sein.
So. Sieben von denen? Ich hatte davon zu wenig gemacht. Ja, jetzt geht's langsam wieder los, dass sich das alles zieht ohne Ende. So, das in den Polarizer rein. Vor allem, wenn man alleine ist, dann zieht sie es halt doppelt. So. Da. Spart man sich hier irgendwas, das da drin zu machen? Vier davon, zwei... Nö. Spart man sich überhaupt nichts mit. Warum auch immer man das denn in der Maschine machen sollte? So, ah, da gibt's auch gerade nichts Neues. Gut. Dann bauen wir jetzt nochmal sieben Motoren. Davon haben wir jetzt genug. Dann brauchen wir noch 14 Bronzeschrauben. Die Bronze-Bolts einfach nochmal durchjagen. Noch mehr Sulfur. Hatte ich hier nicht irgendwo Bronze-Bolts gemacht? Oder war das das schon? Extruder. Das lohnt sich auch eine Menge. Hallo. Oh! Erstmal den Chat hier lesen. Willst du mich verarschen? Das ist der Kollege mal nicht da. Habe ich dich erschrocken? Nein. Nein, dann ist ja gut. Dass der Kollege mal nicht da ist, da meinte man bestimmt mich. Ja. Warum? Alter, mir ist gerade wirklich mein Herz in die Hose gerutscht. Na lecker. So, ich brauche... Nein. Warum? Alter Schwede, ey. Das ist unlogisch. Ich muss wieder hochziehen. Ich hasse dich. Ach komm, ich mach gleich ein paar mehr davon. Ich hab ehrlich gesagt keine Lust mehr, MV zu craften. So schlimm? Ja, Problem ist halt, dass... zum jetzigen Zeitpunkt wir alles noch einzeln craften müssen. Also wir können halt noch nicht einfach sagen, so, gib ihn, ich mache jetzt mal zwei Stacks oder sowas. Warum das denn? Weiß ich nicht. Okay. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Auch nicht, deswegen, ja. Ja, ganz komisch sowas. Alter Schwede, ey. Wenn wir das nicht können, bist du für Loser. Ja, das sowieso, das weißt du doch. So, ich habe jetzt aber gleich alles fertig, damit wir die Anlage komplett aufstellen können. Ach, geil. So. Oh, wo ist meine Axt? Was für eine Axt? Hab's ja schon gefunden. Achso. Ja, gut. Stimmt, du hast eine Mattock, ich hab die Hatchet. Ja. So. Du hast ja schon gesehen, hier fehlen ein paar Zäune überall. Wir haben 7 Advanced Turbinen. So wenig? Mehr brauchen wir nicht. Ich weiß. Also, um 8 Dinger, also um das ganze Ding anzutreiben, brauchen wir nur 7 Stück. Ich habe das extra nachgerechnet. Okay. Oder ausprobiert auch. Das Einzige ist, wir brauchen jetzt auch die Copper-Cable. Wir haben 3 Stück, das heißt, die mal 4 würden reichen. Das heißt, Assembler mit Rubber und Copper mal 4.
Ich würde da gleich ein paar mehr von machen wollen. Ich baue mal hier ein Netherrack-Ding auf. Wir haben ja genug Lava. Beziehungsweise eigentlich schon viel zu viel. Viel zu viel, glaube ich nicht. Nein, aber alle Hopper sind voll und die Tanks auch. Jetzt schon? Ja. Oh, du schon. Schon lange. So, irgendwo war hier noch Rubber. Da. Ach, ich habe schon wieder meine Wrench nicht dabei. So schnell. Ja. Kriegst du aber nicht richtig hin, platziert die Hopper. Also ich habe nochmal wegen Rubber geguckt. Wir brauchen eigentlich gar nicht das Netherrack in den Mengen. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen mehr als ein Stack Sulfur Dust schon rausbekommen. Kein Problem, ich kann daraus auch einfach Obsidian machen. Ja, das brauchen wir noch nicht. Aber ich meinte nur, weil ein Stack Sulfur Dust sind 2,5 Barrels, also 2,5 mal 32 Barrels Rubber in etwa. Ja. Und das reicht eine ziemlich lange Zeit erstmal. So, also bräuchten einmal, vielleicht ein bisschen zweimal. Aber es wird nicht. So. Davon brauche ich jetzt 3 Stück und dann können wir loslegen. Und ich habe geguckt, wir müssen ein wenig Stainless Steel bauen. Ja. Wir kommen nicht drum rum, ein paar von den Stainless Steel Pipes zu benutzen. Aber haben wir eigentlich noch Rubber oder? Ja. Wofür? Das reicht doch. Nee, ich hab nur gefragt. Ja, weil du ja hier die ganze Zeit Rubber verbrauchst, nicht gerade wenig. Ja, ich wollte nochmal wieder was anschmeißen gerade. Da. So, ein Stack davon und. Sulfur haben wir hier hinten. 9 Stacks davon. Ja, ich hab einen Stack reingeschmissen schon wieder. Nursery ist wieder. Der läuft jetzt gerade durch. Ah, hör mir auf. Wir haben keine freien. Ich Drums. Kann noch eine Drum kann ich noch rausnehmen, aber das war's dann. Na gut. Dann müsste ich. Wo ist denn hier Mercury? Gibt's hier irgendwie? Können wir das voiden? Leider nicht, ich habe nichts gefunden. Habe ich auch schon geguckt. Aber davon abgesehen, das Mercury brauchten wir doch für irgendwas, oder? Oder nur für die Batterien? Auch für die Batterien. Soweit ich das weiß. Wir könnten damit Purified Zeug im Chemical Bath machen. Es gibt ein Fluid Garbage. Wir können mit 1000 Mercury und Crushed Silver Ore, was wir ja kriegen können, wir kriegen ja Silber raus, können wir im Chemical Bath Stone Dust, das ist egal, und Sulfur bekommen zu 70%. Und Iridium kriegen wir da drüber auch. Wenn wir Mercury, Gold, Nickel können wir da drüber auch kriegen. Ja, viel Spaß. Das ist wahrscheinlich kein Trashcan, aber sieht so aus. Ja. Also hast du gehört? Ja. Aus Crushed Gold kriegen wir Nickel raus. Wir können Sulfur da passiv rausbekommen. Und dieses Purified kann man auch ganz normal an einfach Forgehammer schmelzen. Fertig. Fluid Garbage Bin? Warte, ich weiß probieren nicht, ob wir hier drüben mal aus. Kannst du mal probieren, ob wie viel da reinpasst. Das stimmt. Ah, das ist jetzt nicht so praktisch, aber. Ist doch egal. Ah ja, voided. Oder? Ja. Nee. Doch. Hat gewoided. Gut. Die kosten auch nichts. Ein Eimer, 3 Steine, 3 Cobblestone, 5 normalen Steine. Ja. Also das ist echt sinnvoll, weil dann könnten wir halt das Oxygen oder sowas, was wir halt nicht mehr brauchen, oder das Concrete mal löschen. Ich brauche mal gleich hier 11 Stück fertig, so. Ja, braucht man halt, kostet noch halt brauchen wir nicht so viel. Ja, aber später. So, worauf warte ich jetzt eigentlich? Ich denke immer in Zukunft. Auf hier auf irgendwas. Nichts, auf dich. Auf mich? Was ja. Dann? Einmal ja. Kurz schlafen gehen und dann können wir jetzt nämlich die Anlage testen. Ja, stell ich halt auf mir drauf. Kannst dich auch noch ein Bett hinstellen, wenn du willst. Ach. Wir müssen über so. Die ganze Map jetzt mal Betten. Also ich habe gedacht, hier soll das Oil Sand ankommen. Ja. Und warte, waren das die Electrolyzer, die jeder einen brauchen? Ja. Also die Electrolyzer brauchen jeder eine Turbine. Ich habe ausprobiert, das sind 6 EU pro Tick, die wir verschenken. Shit happens. Gut. Wenn wir das mit das Kabeln verteilen, sind die eh weg. Ja.
Deswegen, das lohnt sich halt nicht. Deswegen habe ich gedacht, dass die quasi jeder eine eigene Turbine bekommen. Vor allem, die sind eh weg. Die Turbinen können ja nur nach vorne ausgeben. Außer natürlich, wir bauen die Turbinen so hin. Die hier so davor. Und oben drüber. Nee, das geht gar nicht. Fällt mir gerade ein. Weil Stahl ist immer noch deutlich einfacher als Stainless Steel, oder? Ja. Okay. Dann machen wir es so. Weil so können wir einfach Stahlpipes nehmen. Ja, stimmt. Und dann wäre das nämlich ein Boiler, den wir hier unten einfach in der Mitte hinpacken und die vier Dinger sind betrieben. Fertig. Ja. So. Das heißt, hier Hopper drauf, Hopper 1 sind lang. Automatisch Output geben. Und da die höchstwahrscheinlich noch nicht so viel verbrauchen, würde ich da... Polyethylen ist ja nicht schwer herzustellen, sobald wir Light Fuel haben, oder? Ja. Und vor allem, wenn wir dampen und filtern können, sowieso nicht, weil... Nö, ist nicht mal. Also Polyethylen ist halt wirklich easy, wenn wir Light Fuel haben. Da kommen nicht mal Nebenprodukte raus. Wir müssen Air reinpumpen, das ist nicht so das Problem. Wir nehmen in eine Distillery, schmeißen wir Steam Cracked Light Fuel rein. Und Steam Cracked Light Fuel ist einfach Steam und Light Fuel. Ja, dann haben wir nicht mal Nebenprodukte oder Überschuss. Ja, dann können wir die Anlage fast 1:1 einfach rübertragen und fertig. Weil ich war jetzt halt am Überlegen, wie wir die Verkabelung nach oben machen. So meinst du jetzt. Genau. Sieht nicht ganz so schäbig aus, verbraucht nicht ganz so viele Chips von dem System plus Server-Tick. Also von daher passt's. Und dann Verkabelung halt dementsprechend von unten. Ich mach dafür hier erstmal offen alles. Ja, mach. Das können wir nachher ja wieder schön zubauen. So. Ist ja jetzt im Bau, da interessiert keinen. Genau, so. Dann würden hier die Polyethylen-Pipes rausgehen. Jetzt ist die Frage, wollen wir die denn verbinden unterirdisch und dann hier den nächsten Schritt hin machen? Für Sulfuric? Ach, hier sind Pipes, achso. Ja, achso, ja, stimmt, das siehst du ja wieder nicht. Ich wollte gerade sagen, was denn du jetzt hier was passiert? Ja, da sind Pipes. Das sind Polyethylen-Pipes. Okay. Genau, hier drauf. Davon haben wir schon welche. Ja, 20 Stück. Also wir können auch deutlich mehr machen. Aber wir müssen halt erstmal gucken, dass wir die Anlage zum Laufen kriegen. Ja, deswegen. Wobei ich hier für das Ding beispielsweise einfach den Boiler, den wir da drüben haben, nehmen würden. Und für den nächsten Block brauchen wir noch einen weiteren. Und für den nächsten Block brauchen wir noch einen. Also wir müssen zwei Boiler noch wieder bauen. Was halt, ja... ein bisschen nervig ist, aber ist halt so. Ne, einen brauchen wir sogar nur. Weil wir können drüben den Boiler, der jetzt... ne, stehen da unten nicht sogar zwei? Ich glaube, ja. Ah, sehe ich das von hier aus? Ich glaube, das sieht nach zwei aus. Was unten bei uns Haupt... ja. Ne, da steht nur einer. Ach so. Ja gut, dann hätten wir zwei, dann müssten wir noch einen weiteren Bronze-Boiler bauen. So, jetzt ist halt nur die Frage, wie wollen wir das denn hier machen? Weil wir haben dann jetzt vier Advanced Distillen. Drei, vier, die auch zusammenstehen müssen. Aus dem einfachen Grund, die vier Stück können wir mit drei Advanced Steam Turbinen betreiben. Ja. Plus, ich hätte die gemäß möglichst wenig Verschwendung von Strom so und so aufgestellt. Ja. Weil dann können wir hier mit Stainless Steel betreiben. Hier können wir auch entweder normalen Stahl nehmen oder wir nehmen auch Stainless Steel und stellen quasi die Turbinen unten dann genau im gegengesetzten Ding quasi zusammen und müssen dann erst einen Abstand machen. Ja. Dann sparen wir halt ein bisschen Platz. Wobei wir dann halt unmenschlich viel Stainless Steel Pipes denn jetzt demnächst brauchen. Weil die müssen Stainless Steel haben.
Zwar könnte man vielleicht noch ausprobieren, die auch einen auseinandernehmenden und den letzten Advanced auch. Könnte ich noch ausprobieren, ob das noch genug Strom ist, aber können wir prinzipiell auch einfach Stainless Steel nehmen einmal, oder? Ja. Oder wie schwer ist das? Ich habe halt keine Ahnung, wie wir die Sachen bekommen. Eigentlich nicht schwer, aber es dauert halt auch wieder Stainless Steel. Das. Ja, gut. Das sind, keine Ahnung, 10 Ingots oder sowas, die wir brauchen. Es muss ja auch nicht heute sein. Also Eisen kriegen wir. Ist easy. Nickel hattest du auch schon gesagt. Da hatte ich irgendein... Wir haben sogar Nickel-Ingots, glaube ich. Ja, wir haben Nickel-Ingots. Also ja, wir kriegen ganz normalen Nickel aus dem Ding raus. Dann Chrom. Chrom? Beziehungsweise machen wir erst hier Manganese. Okay. Das kriegt man... Pulverisieren aus Granit? Ah ne, wir haben noch nicht so viele Slots, wa? Ne, also Nebenprodukte kriegen wir das dann noch nirgends raus. Leider. Hier als Hauptprodukt, aber das ist dann nur, ja. Ne. Ja, Zentrifuge. Im Ore Washer hätte man eine Möglichkeit. Wobei, da kriegen wir die Sachen, glaube ich, noch nicht raus. Olevin.